Und balanciert nennen wir das genau dann. Oder ein balancierter Suchbaum ist eine Suchbaum-Datenstruktur, für die bei der Verwaltung von n-Elementen eine Höhe von O von log n garantiert ist. Ja, dass wir nicht mehr irgendwie Laufzeit h haben, sondern unseren log n wieder haben. Da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen in der Literatur. Das fängt bei AVL-Bäumen an, über 2-3-Bäume, B-Bäume, Rot-Schwarz-Bäume. Es gibt noch diverse andere. Und da gucken wir uns jetzt ein Beispiel an. Man muss schon sagen, die Operationen, die da stattfinden, sind irgendwie teilweise fürchterlich technisch. Die werden wir auch nicht im Detail durchgehen. Mir geht es darum, dass Sie wissen, warum wir das Ganze tun. Wir werden uns jetzt diese Bäume hier angucken, Rot-Schwarz-Bäume. Und man ersetzt oder ergänzt den binären Suchbaum um so ein paar Bit, nämlich um genau eine Farbe, färbt einzelne Knoten ein und nutzt diese Einfärbung letztendlich, um genau dieses Verhalten hier zu erzwingen. Wir wollen uns angucken, die Rot-Schwarz-Bäume. Dazu noch eine Vorbemerkung. Noch ein Begriff, voller binärer Baum. Das ist kein Baum, der betrunken ist, sondern ein Baum, der eine bestimmte Eigenschaft hat, nämlich jeder Knoten ist entweder ein Blatt oder hat Grad 2. Also das sieht dann irgendwie so aus. Genau, das wird auch schon passen. Ja, also irgendwie hier auch Beispiel für so einen vollen Baum. Jeder Knoten ist entweder ein Blatt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oder er hat halt Grad 2. Das ist die Definition von einem Rot-Schwarz-Baum, ist also ein voller binärer Suchbaum, bei dem die Schlüssel nur in den inneren Knoten, also nicht in den Blättern gespeichert sind, und jeder Knoten eine Farbe hat, Rot-Schwarz, wie der Name schon sagt, und es sind gewisse Eigenschaften. Jedes Blatt ist schwarz, also ich habe hier unten, das sind sozusagen künstliche Elemente, die mit eingefärbt werden. Das sind diese Blätter, die habe ich jetzt anders, haben eine etwas andere Form, nur dass man es unterscheiden kann. Die sind alle schwarz. Beide Nachfolger eines roten Knotens sind schwarz. Es gibt immer zwei, weil es ein voller binärer Suchbaum ist. Und jeder einfache Weg von einem Knoten zu einem nachfolgenden Blatt hat die gleiche Anzahl schwarzer Knoten. Welcher der hier unten dargestellten Bäume ist denn ein Rot-Schwarz-Baum? Beide Nachfolger eines roten Knotens sind schwarz, also der nicht. Wie ist es mit dem zweiten? Also jeder Knoten ist entweder rot oder schwarz, das gilt für alle Bäume. Jedes Blatt ist schwarz, das gilt auch für alle. Beide Nachfolger eines roten Knotens sind schwarz, das gilt auch. Jeder einfache Weg von einem Knoten zu einem nachfolgenden Blatt hat die gleiche Anzahl schwarzer Knoten. Passt nicht, ne? Jeder einfache Weg von einem Knoten zu einem nachfolgenden Blatt hat die gleiche Anzahl schwarzer Knoten. Wenn ich mir den Weg von hier angucke, zu diesem Blatt 1, 2, hier haben wir nur 1, also Bedingung 4 verletzt. Aber jeder Weg von einem Knoten zu einem nachfolgenden Blatt. Ich habe drei nachfolgende Blätter im Prinzip. Jeder. Wie ist es beim dritten? Alle Bedingungen erfüllt, ne? Und der vierte? Genau, da ist die Bedingung 4 wieder verletzt, ne? Also Sie sehen schon, das ist irgendwie das Ding hier, was uns letztendlich hinterher garantieren wird, dass so ein Ding ausgeglichen sein wird. Diese letzte Regel, diese Regel 4, lässt uns auch einen weiteren Begriff einführen, nämlich den Begriff der Schwarzhöhe. Der ist durch die Regel 4 oder Bedingung 4 überhaupt erst definiert. Wenn wir einen Knoten haben, sei x ein Knoten, die Schwarzhöhe bh von x ist die Anzahl schwarzer Knoten, ungleich dem Knoten x, auf einem einfachen Weg von x zu einem Blatt. Dadurch, dass wir immer die gleiche Anzahl schwarzer Knoten haben, ist dieser Begriff überhaupt erst wohl definiert. Wir gucken uns ein paar Beispiele an. Und zwar hätte ich jetzt gerne von diesem Baum einmal die Höhe und genau diese Schwarzhöhe. Wie sieht das aus? Was ist die Höhe von diesem Knoten? Ich habe jetzt, was ich hier weggelassen habe, das male ich nochmal hin. Im Prinzip kann ich sozusagen so ein Blatt einmal ablegen. Das kommt noch dazu. Das ist sozusagen das Blatt, was ich sozusagen als Zusatzknoten damit drin habe. Was ist die Höhe nochmal von in einem Baum? Oder halt von einem Knoten zu einem Blatt. Was wäre beispielsweise die Höhe von dem hier? 1. Ich habe genau eine Kante quasi zum Blatt. Wie wäre das bei dem Knoten hier? Jetzt habe ich die Definition hier nicht mehr drauf, aber hier vorne, ich lese sie Ihnen nochmal vor. Was ist denn die Höhe? Höhe war sozusagen der maximale Abstand von einem Knoten zu einem Blatt. Das heißt, es wäre in diesem Beispiel, wäre das nicht die 1, sondern die 2. Ich habe einmal die Möglichkeit, hier zu einem Blatt zu kommen oder über den. Ne? Und maximaler Abstand. Was kommt hier hin an Höhe? 38? 1. 30? 41? 26 und 17. Und jetzt hätten wir gerne nochmal den Begriff der Schwarzhöhe. Die Schwarzhöhe von x ist die Anzahl schwarzer Knoten auf einem einfachen Weg von x zu einem Blatt. Schwarzhöhe von dem hier, 50. Anzahl schwarzer Knoten, das Blatt zählen wir mit. 47, also wir zählen den Knoten selbst nicht mit, sondern nur sozusagen, was unten drunter kommt. Ist auch 1, genau. 41, 2, können, ist egal, wo wir jetzt hergehen, hierher oder hierher, weil es identisch ist. 2, 38, 30, 26 und 17, 1. Also das sind irgendwie Begriffe Höhe und Schwarzhöhe. Und nochmal diese Regeln, jetzt nochmal etwas umfangreicherer Baum.
Jeder Knoten ist entweder rot oder schwarz. Also das ist hier irgendwie wohl gegeben. Jedes Blatt ist schwarz. Das haben wir hier auch. Die habe ich hier unten. Das sind diese Dinger mit dem Nil da drin. Da geht es nicht weiter. Beide Nachfolger eines roten Knotens sind schwarz. Auch das ist hier, kann man einfach durchgehen, ist überall erfüllt. Jetzt die vierte Regel. Jeder einfache Weg von einem Knoten zu einem nachfolgenden Blatt hat die gleiche Anzahl schwarzer Knoten. Wir können ja überall nochmal diese Schwarzhöhe dran schreiben. Schwarzhöhe von 3, 1. Schwarzhöhe von der 7, 1, genau. Schwarzhöhe von der 12, von der 10, 2. Ne? Wir können jetzt beispielsweise hier runter gehen oder wir gehen hier runter, hier hin. Oder wir gehen hier runter, ist ja ganz egal, wo wir hergehen. 2. Schwarzhöhe von der 26, der Wurzel, 3 wird geboten. Wir machen nochmal Stichprobe hier. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Passt also, das ist irgendwie 3. Ich hätte jetzt gerne diesen Baum so eingefärbt, dass er ein zulässiger Rot-Schwarz-Baum ist. Das ist sozusagen der Hinweis, den ich Ihnen gebe. Ich hätte gerne, also wenn ich jetzt von der Schwarzhöhe eines Baumes spreche, heißt das die Schwarzhöhe des Wurzelknotens. Wie muss ich den Baum einfärben, damit ich die Schwarzhöhe 4 bekomme von diesem Baum? Was machen wir jetzt an dem Beispiel hier? Keine roten? Ja, und wenn wir die einfärben, dann müssen wir die auch einfärben, weil von hier aus muss ja jeder Weg das erfüllen. Das heißt, wir müssen alle Knoten schwarz einfärben. Und die Wurzel? Also die könnten wir rot oder schwarz malen. Ja, ich male sie jetzt einfach mal schwarz hier. Das wäre jetzt sozusagen so ein richtig schöner Schwarzbaum. Jetzt hätte ich gerne die Schwarzhöhe 3. Wie können wir den malen? 1, 2, 3, das passt. Alle Wege führen auf 3 Knoten zu einem Blatt. Alle Nachfolger eines roten Knotens sind schwarz, das passt auch. Jetzt die Schwarzhöhe 2. Wie können wir das denn machen? An dem Beispiel sehen wir, minimale Anzahl roter Knoten haben wir, wenn wir alle Knoten schwarz machen. Ich schreibe mal, Minimum rot ist alle Knoten schwarz. Und maximale Anzahl roter Knoten? Abwechselnd, rote und schwarze Knoten. Wir werden uns jetzt überlegen, dass so ein Baum, der dieser Färbungsregel genügt, dass der halt genau logarithmische Höhe hat. Das ist sozusagen das Ziel. Wenn wir das irgendwie nachweisen können, dann haben wir irgendwie gewonnen. Dann haben sozusagen die Operation darauf genau den Aufwand nicht mehr abhängig von der Höhe, sondern vom Logarithmus der Anzahl der Elemente. Dafür brauchen wir 3 Aussagen und die erste ist, jeder Knoten mit Höhe h hat eine Schwarzhöhe größer h halbe. Warum ist das so? Eigentlich wegen Eigenschaft 3. Wenn wir einen roten Knoten haben, gibt es anschließend auch ein paar schwarze. Das heißt, das beschränkt eigentlich die Anzahl der roten Knoten. Eigenschaft 3 sagt, beide Nachfolger eines roten Knotens sind schwarz. Das heißt, wir haben niemals eine Kette von aufeinanderfolgenden roten Knoten. Wenn ich einen roten Knoten habe, kommt anschließend immer schwarze Knoten. Rot gefärbt. Ja, und wenn das weniger als h halbe sind, ist der Rest, also größer h halbe, schwarz. Dann das zweite. Der Teilbaum mit Wurzel x enthält größer 2 hoch Schwarzhöhe minus 1 interne Knoten. Das ist irgendwie so ein Induktionsbeweis. Wir nehmen jetzt gleich erstmal sozusagen das Hauptergebnis. Das ist ja sozusagen das, was wir eigentlich gerne hätten. Ein Rot-Schwarz-Baum mit n internen Knoten hat eine Höhe von höchstens 2 mal Logarithmus n plus 1. Das ist sozusagen genau, dass wir immer schön sagen können, wir haben logarithmische Operationen der Wurzel von dem Baum. Wegen dem haben wir eine gewisse Aussage über die Anzahl der internen Knoten. Das ist nämlich gerade größer ist als 2 hoch b minus 1. 2 hoch b minus 1. Und jetzt können wir unser Lemma 1 hinzuziehen. Jeder Knoten mit Höhe h, also wir reden ja jetzt über die Wurzel, hat eine Schwarzhöhe größer h halbe. Gilt, dass das n größer ist als 2 hoch h halbe minus 1. Das lösen wir jetzt einfach auf. Dann können wir nämlich sagen, dass n plus 1 ist größer als 2 hoch h halbe. Und das gilt Logarithmus zur Basis 2 von n plus 1 größer h halbe 2 mal Logarithmus von n plus 1 größer als h. Das heißt, die Höhe ist kleiner als Logarithmus von Anzahl der Elemente. Und damit haben wir im Prinzip die Aussage, die wir uns wünschen, dass wir nämlich, wenn wir diese Färbungsregeln einhalten, nicht mehr über die Höhe argumentieren müssen bei den Laufzeiten von diesen Operationen, sondern über den Logarithmus der Anzahl der Elemente. Suchen, Minimum, Maximum, Successor, Predecessor. Wenn wir die aus den binären Suchbäumen übernehmen, jetzt also auf Rot-Schwarz-Bäume anwenden, wird aus der O von H Laufzeit O von Log N. Wie sieht das aus mit den Operationen Insert und Delete? Das bleibt alles so, wie es war. Also wir müssen die ja auf jeden Fall ergänzen, weil in diesen Routinen haben wir nicht vorgesehen, dass wir Knoten einfärben. Das heißt, wir müssen irgendwie berücksichtigen, dass wenn wir da jetzt einen neuen Knoten hinzufügen, dem halt irgendeine Farbe geben und dass diese Farbe auch genau den Bedingungen an so einen Rot-Schwarz-Baum entsprechen. Dafür brauchen wir eine kleine Hilfsoperation. Wir müssen gegebenenfalls Bäume so ein bisschen strukturell verändern.
Und dazu nutzen wir Rotationen. Eine Rotation soll die Höhe von Teilbäumen verändern unter Beibehaltung der Suchbaumeigenschaft. Wenn uns das irgendwie zu hoch hier erscheint, also dieser linke Teilbaum, ausgehend jetzt von dem Y, dann wird es zwei Rotationsoperationen geben. Einmal eine Rechtsrotation, wo wir quasi das Ganze so rechts umkippen, und eine Linksrotation, wo wir das Ganze irgendwie links umkippen. Rechts oder Right Rotate beginnend hier in diesem Y, zieht quasi dieses X nach oben, hängt das Y nach unten oder darunter, und hier entsprechend so eine Linksrotation wendet man an, wenn der rechte Teilbaum zu hoch ist, und zieht quasi das Ding nach oben und hängt dann das hier unten drunter. Ist im Teilbaum mit Wurzel X der rechte Teilbaum zu hoch, so tauschen mittels Left Rotate X und der rechte Nachfolger, also dieses Y, die Rollen. X wird linkes Kind von rechts von X. Also, warum ist das zulässig? Also eine Rotation erhält die relative Anordnung der Elemente im Baum. Es gilt nämlich, ich habe jetzt hier diese Bäume mit Alpha, Beta und Gamma mal bezeichnet. Es gilt für A aus Alpha, B aus Beta und C aus Gamma. Bleibt sozusagen diese Relation zwischen den Elementen erhalten. Dass also, wenn ich mir ein beliebiges Element A aus Alpha herausnehme, das ist sowohl in dieser Struktur als auch in dieser Struktur immer kleiner als x und ist auch passend dann hier entsprechend eingeordnet. Für ein Element aus Beta gilt immer, dass das größer ist als das x. Das gilt sowohl in dieser Struktur als auch in dieser Struktur. Und wenn ich ein Element aus Beta hernehme, also das b, was ich hier unten habe, das muss kleiner sein als y. Das gilt sowohl hier als auch hier. Aber halt genau die Rotation, dass halt genau diese Suchbaumeigenschaft entsprechend erhalten bleibt. C aus dem Teilbaum Gamma, was hier größer als y ist, ist auch hier größer als das y. Das erhält die relative Anordnung. Und wie schaut das aus? Wenn wir jetzt beispielsweise uns hier diesen Baum angucken, Tiefe, Anzahl der Knoten, die ich durchlaufen muss, um von der Wurzel bis zu dem Knoten zu kommen, das wäre hier die 0, die 1, die 2, die 3, die 2, 1, 2, 3, 4, 5. Und ich möchte jetzt beispielsweise, stelle ich irgendwie fest, oh, der Baum hier, dieser rechte Baum, der ist aber irgendwie nicht so richtig gut. Da möchte ich jetzt irgendwie umhängen. Da möchte ich jetzt eine Rotation durchführen, beispielsweise eine Rechtsrotation. Wie würde das aussehen? Was müsste ich dafür tun? Ich habe einen Knoten hier, ich habe einen Knoten da drüber. Oder wir wären jetzt eigentlich sozusagen hier bei dem Dingen. Ich habe hier, das wäre sozusagen diese 11. Und ich möchte quasi die 11 nach unten bringen und den rechten Sohn nach oben. Die 18 muss ich nach oben bringen, die 11 nach unten, der muss nach oben. Den Teil nehme ich weg, der kommt hier unten drunter. Das wird dann sozusagen der linke Teilbaum von dem. Das würden wir daraus machen. Hier jetzt im Beispiel der Linksrotation. Ich hole mir dann irgendwie so einen Teilbaum her. Den muss ich quasi komplett umhängen. Das ist aber ein Zeiger, den ich umhängen muss. Mehr ist das nicht. Ziehe den quasi nach oben, muss also das Ding irgendwie umbiegen. Den muss ich löschen. Den quasi umbiegen. Den da drunter hängen. Dann bin ich fertig. Wenn ich jetzt sozusagen hier den Zeiger schon habe, indem ich diese Rotation durchführen möchte. Aufwand, asymptotisch. Wovon 1, genau. Ich muss nur ein paar Zeiger umhängen. Also die Rotation selbst kann ich A an jeder Stelle im Baum durchführen und B hat die konstanten Aufwand. Das sieht dann irgendwie so aus. Left Rotate, Right Rotate und hat linearen Aufwand. So, das wird eine Hilfsroutine sein, die brauchen wir bei dem Einfügen, weil da müssen wir, wenn wir einfügen, die Operation des Einfügens und des Löschens müssen wir jetzt so weit modifizieren, dass wir halt eine Färbung mit aufnehmen und dann gucken, dass wir eine zulässige Rot-Schwarz-Färbung hinbekommen. Und da brauchen wir einmal umfärben, also einfach irgendwie dieses Farbbit setzen und halt Rotationen. Das reicht aus. Und dann kriegen wir das hin, dass wir einen gültigen Rot-Schwarz-Baum haben. Und dann haben wir auch die Aussage, dass wir da eine entsprechend logarithmische Höhe haben. Also, Einfügen geschieht in 3 Schritten. Wir machen ein ganz normales Tree-Insert, wie in einem binären Suchbaum, und hängen dann einen Knoten unten irgendwo dran. Als zweites wird dieser Knoten rot eingefärbt, weil wir haben ja Rot-Schwarz-Bäume und da brauchen wir auch entsprechende Farbe von unserem Blatt. Das heißt, der dritte Schritt funktioniert so, dass wir halt eine gewisse Anzahl von Rotationen und Umfärbungen durchführen, sodass wir diese Rot-Schwarz-Bedingungen oder diese Bedingungen eines Rot-Schwarz-Baumes wiederherstellen. Also, was ist Onkel oder Tante? Der, ne? Also, von dem Roten jetzt hier, ne? Also von dem hier ausgehend wäre das sozusagen Onkel und oder Tante, ne? Also, weil das ist sozusagen der Vorfahre, das wäre Elternteil und davon der Bruder oder Schwester ist der hier. Erster Schritt ist der hier oben, ganz normales Einfügen, dann färben wir das Ding in Rot. Ja, und dann halt so ein paar Operationen, um sozusagen diese Färbung und Rotation wieder herzustellen. Wir haben im Prinzip unterschiedliche Fälle. Was wir jetzt im Prinzip machen, wir laufen quasi von dem Knoten, wenn wir den jetzt hier eingefügt haben, im Baum nach oben und stellen dann sozusagen die korrekte Färbung wieder her.
dabei färben wir halt um, beziehungsweise rotieren halt auch entsprechend, beziehungsweise lassen den Baum rotieren. Das ist irgendwie die Idee. Und dann taucht dann irgendwie sowas Komisches auf. Was ist denn P von X, wenn das X ist? Nur mal so von der Bezeichnung her. Was war nochmal P von X? Wenn das hier X ist, das wäre P von X. Das ist P von X, ne, die besagte Großmutter. Und davon left, das wäre der hier. Mit dem Dingen bezeichnen wir jetzt irgendwie einen Teilbaum mit schwarzer Wurzel. Die kommen gleich nochmal wieder. Und wichtig ist, alle haben identische Schwarzhöhe. So, erster Fall, der auftreten kann, ist dieser hier. Also irgendwann treffen wir da mal auf sowas, dass hier beispielsweise diese Regel 3, also Regel 3 ist diejenige, die verletzt ist. Regel 3 war gerade, dass zwei rote Knoten nicht aufeinander folgen dürfen. Dass ein roter Knoten immer zwei schwarze Nachfolger hat. Oder dass der Vorgänger eines roten Knotens kein roter Knoten sein darf. Erster Fall, wenn wir sowas haben, oder Kinder von 1 sind vertauscht, das heißt sozusagen, dieses Ding hängt auf der anderen Seite und das Alpha hängt hier rechts dran, ist identisch. Was wir da machen, wir färben diese beiden schwarz ein, machen den dazu rot, also der wird rot, der wird schwarz. So, und jetzt kann natürlich passieren, dass der Vorgänger von dem auch rot ist. Das heißt, dann könnte sozusagen genau wieder das Gleiche auftreten. Das heißt, wir bringen sozusagen diese falsche rote Farbe im Baum nach oben. Das wäre der erste Fall. So, was hierdurch passiert, also X, das ist der Fall, dass X und Y sind beide rot. P von X wird schwarz, Y wird auch schwarz und P von X wird rot. An dieser Stelle haben wir damit die Verletzung von dieser Bedingung 3 aufgehoben, haben aber die ein Stückchen weiter nach oben gebracht. An dieser Stelle ist ja die Regel 3 verletzt. 1 und 2, zwei aufeinanderfolgende rote Knoten, das wäre verletzt. Das haben wir aufgehoben. Wir haben Bedingung 4 bleibt erhalten. Durch diese Form hier machen wir nichts kaputt. Bedingung 4 bleibt erhalten, aber soll heißen, an dieser Stelle ist Bedingung 3 jetzt erfüllt. Das heißt, hier an der Stelle des X. Gegebenenfalls weiter oben halt nicht. Das heißt, das machen wir quasi zum neuen X und das schreit wieder nach so einem rekursiven Aufruf quasi, hier das zu überprüfen. Das wäre der gleiche Fall, jetzt nur andersrum. Das Ding kann auch vertauscht sein, dass der rechte Knoten hier der linke Knoten ist, ist aber die gleiche Situation. Und das muss ich halt in dem Code dann entsprechend anpassen. Da muss ich letztendlich dann nur immer rechts und links vertauschen. Die Verletzung an dieser Stelle hebe ich jetzt dadurch auf, dass ich genau das mache. Aber ich reiche sozusagen diese falsche Farbe nach oben. Das ist der Fall, wenn X und Y rot ist. Der zweite Fall ist, wenn das X rot ist. Also X ist immer das Ding, was wir jetzt gerade quasi korrigieren wollen. Das Y ist schwarz, dann machen wir das quasi in einem zweistufigen Schritt. Zunächst mal mache ich so eine Linksrotation und dann kommt noch ein zweiter Schritt hindurch, der dann diesen Fehler hier korrigiert. Da mache ich einfach eine Linksrotation an der Stelle 1, das heißt die 1 gelangt nach unten, 2 dafür nach oben und das halt das entsprechende Umhängen. Und der dritte Fall ist, der geht dann von dieser Situation aus, hier muss ich das quasi noch aufheben, da mache ich eine Rechtsrotation an dieser Stelle, das heißt den bringe ich nach unten, die 2 nach oben und ich muss umfärben. Ja, und das ist im Prinzip gültig. Das alles sind hier Bäume mit einer schwarzen Wurzel und die hatten gleiche Schwarzhöhe. Wir haben sowohl die Bedingung 4, die ja sagt, alle Wege von 2 zu einem Blatt haben gleiche Schwarzhöhe. Das ist erfüllt und diese Bedingung 3 haben wir auch erfüllt. Sozusagen diese drei Fälle und deren Überprüfung, ob jetzt gerade diese Situationen vorliegen, das ist gerade hier diese Verzweigung. Ja, das steckt genau hier drin, Onkel, Tante und so weiter. So, und wenn man das dann mit dem entsprechenden quasi Pseudocode vollständig ausfüllen möchte, dann sieht das halt irgendwie ziemlich länglich aus. Und das ist irgendwie unübersichtlich. Ich denke, dass an den Ideen ist das klar. Ich reiche im Prinzip diese falsche Färbung nach oben durch oder versuche die halt entsprechend aufzulösen. Und das ist halt entsprechend der Code hier, Fall 1, Fall 2. Bei dem Fall 1 habe ich ja zwei Möglichkeiten. Einmal diese Situation, wo der hier der X rechts drunter hängt oder wo das X links drunter hängt. Und wie aufwendig ist das Ganze? Wir fügen einmal unten ein, laufen einmal nach unten. Ja, und dann laufen wir quasi wieder einmal nach oben, um dann sozusagen die Farben zu korrigieren. Wir hatten die Rotation, die wir durchführen müssen, hatte konstanten Aufwand. Also das heißt, wir haben logarithmischen Aufwand insgesamt. So, wir bauen jetzt mal einen Baum auf. Zwar wollen wir eine Folge aufbauen. Halbwegs lesen. Folge von 1 bis 8. Machen Insert 1, kommt das Ding dann raus. Insert 2, da kommt dann irgendwie sowas raus. Und jetzt wäre der, also den Knoten fügen wir ein. Der erste war rot. Der erste wird rot gefärbt. So, den würden wir jetzt auch. Der hätte eine Rotfärbung. Das passt ja schon nicht, ne? Den oberen müssen wir schwarz färben, ne? Wäre das ein zulässiger Rot-Schwarz-Baum? Schwarzhöhe passt, ne? Nach links 1, nach rechts auch 1. Der hat zwei schwarze Nachfolger, passt. Da hätten wir jetzt den Baum. Das ist sozusagen das, was wir nach dem Tree-Insert machen würden. Oder hätten. Der war rot.
Und der wird rot gefärbt beim Einfügen. So, jetzt müssten wir gucken, welcher Fall das denn war. Die 3 bleibt so. Ja, die 1 muss ich quasi hier unten dran. Und dann müssen wir umfärben noch. Fall 3 entspricht das. Das heißt, wir würden draus machen, hier steht eine 2 drin, hier die 1, hier die 3. Und von der Färbung her müsste es wie sein? Der Algorithmus wird so funktionieren, die 2 würde schwarz werden, 3 bleibt rot und die 1 wird auch rot werden. Und das heißt, das Ergebnis, da würden wir machen eine Linksrotation an der 1. Ja, Linksrotation bei der 1 heißt, die 1 kommt quasi nach unten. So, das wäre jetzt die Situation nach dem Tree Insert für die 4. Das heißt, da hätten wir wieder die Bedingungen 3 verletzt. Das ist genau der Fall. Wir haben das X, was wir einfügen möchten. Aber die 4 wäre das jetzt in diesem Beispiel, hat einen roten Vorgänger und einen roten Geschwisterknoten des Vorgängers. Onkel, Tante. Das heißt, das ist Fall 1. Das heißt, von der Struktur wird er so bleiben, wir würden nur umfärben. Da wird draus werden, das, was schwarz ist, bleibt schwarz und der macht den hier zu einem roten. Genau. Und die anderen beiden werden umgefärbt. Der Algorithmus sieht vor, dass der Wurzel immer schwarz ist. Das ist irgendwie der letzte Schritt in dem Algorithmus. Wäre an dieser Stelle jetzt für diese Rot-Schwarz-Bedingung, wäre das egal. Aber der sieht immer vor, dass der immer schwarz ist und dann wäre das im Prinzip genau dieser Baum. Zweistufiges Verfahren. Der würde im ersten Schritt nach Fall 1 in Knoten 2 rot machen, 1 und 3 schwarz. Und aber als letzten Schritt, das ist in dem Algorithmus so vorgesehen, Zeile 29, färbe die Root, also die Wurzel des Baumes, schwarz. So, und wenn wir jetzt den nächsten Knoten einhängen, dann wird es wieder spannend. Wir können ja hier mal die Schwarzhöhe dran schreiben. Das ist Schwarzhöhe 1. Auch 1, 2 und 1. Knoten 5, 4. Ich lasse jetzt einfach mal diese anderen Knoten da weg. Und hier die 5. Rot war der Knoten. Und der jetzt auch. Das ist jetzt wieder dieser Fall 3. Da würden wir jetzt eine Linksrotation machen. 2 rote und der ist schwarz. Und dann ziehen wir den nach oben. Dann machen wir die Rotation. Auf den Folien steht Rechtsrotation, aber wir sind jetzt nicht hier auf dieser Seite, sondern auf dieser Seite. Das heißt, es ist einmal symmetrisch. Das heißt, wir würden jetzt hier eine Linksrotation machen. Das habe ich ja im Prinzip immer noch mit dran. Ja, und das ist jetzt sozusagen genau der Baum. Das ist das X und das ist das Y. Ich wandere jetzt sozusagen von unten nach oben und gucke mir dann immer quasi in meiner näheren Umgebung. Ich gucke mir immer den Vorgänger an und die Söhne des Vorvorgängers. Und je nachdem, ob ich da rechts oder links hänge, hängt es dann davon ab, ob ich da links- oder rechtsrotationen mache. Fall 3 und da kommt dann letztendlich raus und halt jeweils diese anderen Knoten auch darunter. Und von der Färbung her, ja, und so geht das und so weiter und so fort. Gebe einfach nochmal jetzt das endgültige Ergebnis an, was da im Prinzip dann am Ende rauskommt. Und wie wir beim letzten Mal gesehen hatten, die Eigenschaft von diesen Rot-Schwarz-Bäumen ist, dass der halt genau diese logarithmische Höhe halt entsprechend aufbaut. Man muss sich halt Gedanken machen, wie ich halt so balancierte Bäume aufbauen kann. Wenn ich das nicht tue, kann es unter Umständen passieren. Und das wäre hier bei dieser Einfügefolge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hätte ich normalerweise eine lineare Liste. Wenn ich jetzt einen normalen binären Suchbaum nehmen würde und genau das hier nicht tun würde, Rot-Schwarz-Baum als ein Beispiel für Aufbau von diesen balancierten Bäumen.